Na hey, Schusch Leute. Der Schuschmann hier live aus seiner eigenen Quarantäne. Für all die, die es nicht mitbekommen haben auf Twitter oder hier auf YouTube, Ronny ist bei mir eingebrochen und hat mir den Schädel eingeschlagen. Deswegen bin ich seit einer Woche in Quarantäne. Mittlerweile geht's wieder ein bisschen besser. Fühl mich immer noch sehr kurzatmig. Geschmackssinn kommt langsam wieder. Aber ich sag mal so, Spaß hat's jetzt nicht gemacht. Aber da der euer Support in letzter Zeit so massiv war und auch für die ganzen gute Besserungswünsche auf Twitter und hier auf YouTube, wollte ich jetzt meinen kleinen Streak hier nicht abbrechen und wollte euch wenigstens etwas diesen Monat noch bieten. Und in dem Sinne habe ich mir gedacht, wenn, dann bleiben wir der Quarantäne treu und bleiben indoors. Das ist nämlich GeoGuessr, ein kleines Internet-Browser-Game, wo man quasi raten muss, auf welchem Teil der Erde man sich befindet, indem man sich einfach durch die Gegend umguckt. Für diejenigen, die noch nie GeoGuessr gesehen haben, könnt ihr ja mal bei mir auf Twitch vorbeischauen oder auf dem Archivkanal. Da haben wir schon ein paar Mal gestreamt. Das ist eigentlich immer eine ganz lustige Zeit jedes Mal, wenn wir da sind. In dem Sinne nochmal vielen Dank für euer Verständnis und für eure aufmunternden Worte. So, jetzt geht es aber auch mal los hier. Oh boy, der Typ, der gerade kaum Luft kriegt im Fitnessstudio. Exzellent, immerhin ist es leer hier. So, aber erstmal benchen hier, Alter. Ja, mega Bench. Bench-Modus activate. Was? I have became camera. Ist niemand da? Bin ich hier eingebrochen? Did I just break into this place? Oh, shit! Oh, geil. Sogar mit Solarium. Und 10 Versionen von Power Raid. Nice. Aloe Vera. 4... Whatever. Aha! Ist das so ein russisches oder ein slawisches Fitnessstudio? Okay, gut. Ich würde sagen... Probably... Kiew. Oh, wow. Sogar gar nicht mal so weit ab. Ist in... In was ist das? Rosnov? Okay, nein. So genau wollte ich es jetzt nur auch nicht wissen. Okay. Ich merke schon, das Spiel will mir was sagen. What the fuck? Ich bin halb Daumen, halb Haare, halb Nase. Aber offenbar pure Chinese. Or Japanese. Irgendwie ist es merkwürdig, ein Aquarium, Alter. Ja, Alter, Schwimmbecken sind auch nur Aquarien für Menschen. Have you ever thought about this? So ein Schwimmbecken ohne Menschen, I guess. This is a person. I mean, I guess this is supposed to be person. Aber so ein Schwimmbad ohne Menschen ist irgendwie unsettling, wenn du mal so drüber nachdenkst. Somewhere, just... Wir gehen einfach mal mit einer der Hauptstädten. Und wir sind in Taiwan. Great. Oh Gott, people. Ich halte mal Mindestabstand. How about that? The cyborg. It's gonna shoot me. Ach komm, wir sagen mal England. Amerika ist die einzige, ist die sinnvolle Methode, aber ich sag jetzt einfach, wir sind Birmingham. Wow, sogar Irland. Das ist... Wow. Natürlich. Aber hey, it's not that bad. Ist nur ein Kontinent daneben. What the fuck? Alter, das ist auch so ein Screenshot, den siehst du in deinen Albträumen. Das ist ein Nightmare-Screenshots. Bist einfach in diesem Ort, wo niemand, keine Menschenseele ist und alles ist so semi-dunkel und alles, was du hörst, ist der Sound von den Generatoren und... Cool. Ich bin in den Backrooms. So, ich kann mich einmal nach vorne, einmal nach hinten bewegen. Basically, I'm in the Backrooms. Ja gut. Some Slavic Backrooms. Die Bliad Rooms. Diesmal fahren wir mal in Belarus. Nee, Sami. Aber hey! Ich hab gedacht, diesmal ist es nicht die Ukraine, sondern mal Belarus. Aber na, wer das gedacht? Das sind Dinge. Ich glaube, diese Route möchte mir echt was sagen. Diese Route möchte mir echt was sagen. Exercise, you fat fuck. Und ich so, ha, witzig. Ronny drückt mir die Kehle zu, wenn ich mich auch nur bewege, but funny.
Fühle ich. Look for us if you need speed. Ich soll nach Kindern suchen, wenn ich Speed brauche? Are you sure about that? Dollar, okay, wir fahren auf jeden Fall Dollar. So viel ist man sicher. So viel haben wir schon mal verstanden. Wir sind scheinbar America. Das ist Kansas. What? Singapur? Was ist Malaysia? What the fuck? Ja, mein Gut, dass ich mich jetzt hier halt um den gesamten Kontinenten verschätzt habe, ist... Was heißt hier einen ganzen Kontinenten? Ich habe ein paar mehr. Ich habe die halbe Welt ignoriert, basically. Skip it up and down. This is not indoors. This is not... Das sind ein paar zu viele Menschen. Ich bin draußen. Ich habe hier nicht zu sein. Ist das vielleicht eine... Oh, wait. Der Himmel ist eine Lüge. Ich will hier raus. Ach, guck mal. Cyprus. Willst du mir also sagen, die ganze Insel ist eine Box. All das ist indoors. Ich weiß, wo ich niemals hinfahren werde. Ja, das ist schon eher indoors. Ich habe auch nur geringfügig das Gefühl, dass mir irgendwer was andrehen will. Ich würde auch nur geringfügig schätzen, dass wir in der Türkei sind. Hat nichts damit zu tun, dass ich mal in der Türkei war und Teppichläden legit so aussehen. Ich habe gedacht, das wäre ein Euro. Das sind so Teppiche, die findest du bei deiner Großmutter wieder und denkst dir so, ja, oh Gott. Oh Gott. Oh, what the fuck? Das sieht einfach aus, als wäre deine Wand einfach auf den Boden geklappt und hättest gesagt, so, das bleibt so. Ich glaube nicht, dass das türkisch ist. Es ist ein bisschen zu wenig Üs drin. Ich gehe einfach mal mit dem, was ich am ehesten weiß und sage, das ist, wir sind in der Türkei. Hold on. Hot. It's not. Hey, what's up, guys? It's Scares here. Ja gut, never mind. Wir sind schon wieder in Kiew. Kirakiv. Slowakis. Oh boy. This man can't help me anymore anyways. Das Schlimme ist, ich weiß ganz genau, egal was ich sage, ich bringe mich damit in Schwierigkeiten. So I'm just gonna leave. How about that? I'm just saying wir sind in Utah. Und dann sage ich tschüss. Gut, wieder ein gesamtes Land geskippt. Fair. Ach du Kacke. Oh mein Gott, wo bin ich denn hier gelandet? Oh Gott. Ich bin ganz ehrlich, wenn ich Klamotten suchen würde, wäre hier wahrscheinlich der letzte Ort, an dem ich suchen würde. It's one of those shops. Das sind Sachen, die ich in meinen Albträumen finden werde wahrscheinlich. So habe ich das Gefühl, dass wenn ich mich jetzt weiter bewege, dass sie sich umdrehen und mich dann töten. Alter, way too much color. I want no, let me out. Some France. Ja, hab ich mir doch gedacht. Oh boy. Oh no. Hi. In was für eine Umbrella Corporation Scheiße bin ich hier reingelaufen? Italienische Umbrella Corporation? What the fuck? Ja, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich will hier gerade nur eigentlich wieder raus. Like, irgendwo in Rom. Nee, the fuck? Montenegro. Ach nee, Albanien. Oh Gott, okay. Fair. Mal davon abgesehen, dass wir wieder einen gesamten Kontinent geskippt haben. Lief's gar nicht mal schlecht. Könnte schlimmer sein. Übergang. Warum? Französischer Zahnarzt. Der Moment, wenn du denkst, es kann nicht noch kritischer werden. Ja. Fühle ich stark. Look at this chunker. Look at this chunko. Oh God. He's so chunky. Such a chunko.
Wir dürfen nicht raus. Oh Gott, ja, nee. Wir sind beim französischen Zahnarzt. So viel ist man sicher. Wir sind in Nyon. Nicht mal, wir sind in, ich wollte schon fast sagen Manderville, aber ich glaube nicht, dass da ein Gold Saucer ist, aber whatever. Pare. Der Transistor. Sag mal. What the fuck? Ist das hier ein, das ist jetzt mal Italien auf jeden Fall. Ich kann mich nicht bewegen, ich bin ein Tripod. Nice. Ein Tripod, der nirgendwo anders hingestellt wurde. Fühle ich stark. Ja, wir können uns da doch nicht wirklich umgucken. Ich weiß, was ist das? Ist das ein Wohngebäude? Ist das ein Bürokomplex? Wir gehen mal in den Schuh wieder. Ich würde sogar sagen, Neapel. Was? Ist das Rio Giro de Rane? Okay, cool. Guess I'm stupid. What's sick? Johnny Depp, bitte. Kannst mir doch nicht sowas. Alter, du kannst doch nicht auch einfach hier mitten im. What the fuck? Indien scheinbar. I guess, würde ich jetzt mal schätzen. Mit. Das heißt. Oh mein Gott, das sind alles Menschen. Oh, hold on. Okay, besser. Ja, nee, what the fuck? Wobei, das passt von den Zeichen her auch nicht, oder? Ach, fuck this. Saudi-Arabien, natürlich. Wer hätte das gedacht? Oh Gott, kann ich mal aufhören? Wo zum... Ich bin in der Absteckkammer. Und ich bin mir nicht sicher, ob das eine... Ist das eine... Nee. What the fuck? Ist das eine Möbelfigur? Eine Möbel... Was? Eine Kleiderpuppe? Wenn ja, ist es die hässlichste Kleiderpuppe, die ich in meinem Leben je gesehen habe. Got that ass, though. Ich darf nicht raus aus meiner Abstellkammer. Well, immerhin gibt's hier eine PS4. Warum? Hä? Und eine Xbox One. Und eine Xbox One X. Und eine XX1 Xbox XX1. Ja, wisst ihr was? Das ist nochmal Italien, fuck this. Okay, nee, Privé ist offenbar im Kongo. Macht Sinn. Hätte ich mir fast schon denken. Oh, what the fuck? Nice wallpaper. Frag mich ja, wo wir sein könnten. Guess we're royals now. Holy shit. Alter. Übertrieben much. Ich frag mal nicht, warum, weil... Ihr könnt euch, glaube ich, selbst... Das hier verstehe ich noch. Das ist wie mehr wie ein Konferenzraum. Aber wenn ich jetzt hier so in den Gang hochgucke, das ist ja schon fast so, als ob du dich, was Warteseele angehst, aufleveln musst. Nur am Ende im Konferenzraum zu landen. Geil, eine Tür für eine Tür. Oh geil, noch mehr große Hallen. Große, unnötige Hallen. Mit einem Kronleuchter, der wahrscheinlich so viel kostet wie mein Jahresgehalt. Meint ihr, so haben Leute damals gemalt? Als wären sie Fechtkämpfer? Na Gott. Okay, mehr muss ich gar nicht wissen. Mehr muss ich gar nicht wissen, dass die Franzosen mal wieder bei mir, dass sie mal tatsächlich gepunktet haben. Ich würde sagen, das ist Paris. Ja, natürlich, Alter. Bam, bam. 2,5 Kilometer verschätzt. So mustert. So tut er.